ihr braucht Wasser, eine Eiswürfelform, eine Schüssel, Salz und einen Teller. Zuerst füllt ihr das Wasser in eine Eiswürfelform und legt diese danach ins Gefrierfach. Hier kühlt das Wasser bis unter den Gefrierpunkt von 0 Grad ab und wird zu Eis. Nach 2 bis 3 Stunden könnt ihr die fertigen Eiswürfel aus dem Gefrierfach holen. Löst die Eiswürfel vorsichtig aus der Form und legt sie in die Schüssel. Jetzt nehmt ihr den Salzstreuer und streut etwas Salz auf einen Eiswürfel. Nehmt einen weiteren Eiswürfel, legt ihn auf den ersten und drückt diesen fest an. Diesen Schritt wiederholt ihr jetzt, bis ihr einen Turm aus mehreren Eiswürfeln gebaut habt. Das Salz lässt das Eis etwas schmelzen. Auf dem Eiswürfel bildet sich eine dünne Wasserschicht. Wenn der nächste Eiswürfel draufgedrückt wird, gefriert diese Schicht wieder. So bleiben die Eiswürfel aneinander kleben. Flux zeigt euch unser Ergebnis.